Model, Schauspielerin und eine wahnsinnig gerissene Businessfrau. Sie bekommt Einladungen zu den angesagtesten Partys, hatte bisher in Brasilien und Los Angeles gewohnt, jetzt ist sie wieder hier in Berlin. Und wir treffen die deutsche Uma Thurman hier im Hotel Zoo zu einem exklusiven Interview und werden ihr natürlich viele Fragen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und auch zu dem einen oder anderen schlechten Ereignis stellen. So, schön, dich zu sehen. Ja, super, dass es geklappt hat. Ja, gehen wir mal. Ich habe uns ein Plätzchen vorbereitet. Sehr schön, sehr gut. Schick. Schick, schick. Achso, kann ich mich hier hinsetzen? Ja. So, wo warst du heute? Was hast du so hinter dir? Ach, ich habe heute trainiert und dann war ich, ich habe ja die neue Playboy Fragrance Kampagne gedreht und ist jetzt rausgekommen und dann waren wir gerade im Drogeriemarkt und haben ein paar Videos und Fotos gemacht, so ein bisschen Hollywood-Glam dahin gebracht und ein paar Fotos, ja. Fangen wir aber mal beim Anfang an. Also ich habe dich schon gerade in der Anmoderation angekündigt, du bist Model, du bist auch Schauspielerin, Influencerin, wie kam das überhaupt alles zustande? Ja, ich sage immer so, ich bin ein kreativer Mensch. Und das Modding kam zustande. Ich wurde gescoutet, also ganz klassisch noch damals hier in Berlin auf der Straße. Ich wurde angesprochen von einem Model-Scout. Gibt es ja in den Model-Agenturen, wenn die dann jemanden sehen, der vom Typ her passt, werden die angesprochen, die Mädels, dann eingeladen in die Agentur. Und ja, das hat dann gepasst. Dann habe ich meine Trainings bekommen. Ja, als Model hat man auch Trainings, Catwalk-Training, wie pose ich vor der Kamera. Und, wie alt warst du da? 16. 16 schon? Das ist ja, schon einige, also jung. Einige Jahre her. Kann ich ruhig sagen, wirklich. Ich werde jetzt 30. Aber dann bist du ja auch sehr erfahren. Also ist ja auch, ja, das hilft. Und ist es da, also ist es auch so, wie man sich das vorstellt, dass es sehr streng ist? Ich habe letztens wieder so eine Instagram-Gruppe gefunden, wo die quasi so über das Model-Dasein so ein bisschen sich auslassen. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht bisher? Also ich mache es ja jetzt schon über 12 Jahre, auch international. Also ich habe auf jeden Fall meine Höhen und Tiefen gehabt. Modelbranche ist auf jeden Fall auch eine harte Branche. Also auch da kriegt man nichts geschenkt und man ist natürlich permanent ja, auf sein Äußeres teilweise auch reduziert, würde ich sagen. Aber ich liebe es auch, weil ich mag es, ich bin gern vor der Kamera, ich mache sehr gern Werbung. Und aber mein Traum war schon eigentlich immer Schauspielerin zu sein. Aber ich muss auch sagen, das Modeln hat mir auch sehr geholfen, weil natürlich für jetzt Werbespots musst du ja auch teilweise deinen Text lernen, bist auch vor der Bewegtkamera. Und dadurch habe ich halt gelernt, wie bewege ich mich vor der Kamera. Und jetzt die letzten Jahre nehme ich das Schauspiel immer mehr in Angriff, habe auch eine Serie gedreht, einen Film in Amerika. Und genau, aber ich werde immer beides machen. Also Schauspiel ist mein Herz, meine Leidenschaft und Modeln liebe ich natürlich auch. Und dann schaue ich halt, dass ich beides machen kann. Und Instagram hat sich dann so auch nicht nebenbei ergeben. Also ich habe 2012 angefangen, war damals dann auch in Australien, habe da gemodelt. Und zum Beispiel in Australien und in Amerika ist es ganz wichtig, als Model einen Social-Media-Account zu haben. Die Kunden schauen sich das auch an. Wie bist du privat? Wie zeigst du dich im normalen Leben? Und das auch schon 2012? Ja, also das ein bisschen später. Australien war 2015. 2012 habe ich so mich ein bisschen, ja, da so angefangen, die ersten Bilder zu posten, ein bisschen kreativ zu werden. Und dann aber so 2015, 16 ist mir dann bewusst geworden, ah, okay, ich brauche es auch eigentlich für einen Beruf. Das ist wichtig.
und habe mich dann mit anderen Models, die schon eine große, ja, ein großes Following hatten, connected sozusagen, und die haben mich dann da auch ein bisschen gepusht. Und ja, jetzt lebe ich mich da auch aus. Ne? Ist natürlich super, weil ich kann auf den Bildern so meine Modelfähigkeiten einbringen und dann aber auch in den Stories und in den Videos kann ich dann auch wieder so meine Schauspielseite einbringen. Ja. Und deswegen ist es auch sehr schön, es ist ein kreativer, freier Raum für mich, wo ich das gestalten kann, wie ich es möchte. Du warst ja auch in Brasilien und in Los Angeles. Mhm. Wie kam Brasilien zustande? Brasilien, also ich schaue immer so, wo ist ein guter Markt für mich? Ich sage immer, ich bin da, wo die Arbeit ist. Und meine Agentur meinte halt so, Lateinamerika, Brasilien wäre ein guter Markt für mich. Und ich bin dann so Butterfly-mäßig, Schmetterling. Ich gehe dann dahin, wo ich denke, okay, das könnte ja was werden. Und genau, war dann erst zum Urlaub machen in Brasilien. Aber okay, wenn ich irgendwo bin, ich treffe dann immer Agenturen, connecte mich mit Schauspielagenten. Habe das dann gemacht, bevor ich nach L.A. bin. Dann war ich in L.A. und dann hatte ich aber auch Angebote von der Agentur und Shooting-Angebote und bin dann nach Brasilien und habe da ja für L'Officiel geshootet, Vogue, GQ, yeah. Calvin Klein. Habe eine Schauspielagentur, habe ein Angebot für einen Amazon Prime-Film auch als Schauspielerin. Also. Und wie ist das für dich, wenn du, also du musst natürlich super weltoffen sein, sehe ich gerade. Und du musst aber auch immer selbst deine Karriere und ein bisschen strategisch denken. Es ist schon sehr... Ja. Viel halt auf jeden Fall. Und wenn du dann in Berlin verlässt, du kommst ja ursprünglich aus Hamburg. Nee, ich bin Berlinerin. Das sagen die immer falsch. Ja, nein, ich bin Berlinerin. Ich bin richtiger Ur-Berliner. Am Alex aufgewachsen, Charité geboren, genau, in Mitte zur Schule gegangen, dann Treptow studiert, habe ja auch studiert, soziale Arbeit, da richtig schön im tiefsten Osten Hellersdorf. Und ja, und jetzt wohne ich in Mitte. Also ich bin richtige Ur-Berlinerin. Ich habe in Hamburg und München gelebt. Ja. Ich glaube, deswegen wird es in der Presse teilweise durcheinander. Das wird so ein bisschen durcheinander geschrieben. Ne? Ich wohne einfach überall. Ich bin überall. Nein, aber Berlin. Ich bin richtige Ur-Berlinerin. Genau. Und hast du dann, wenn du auf Auslandseinsätzen bist, also vermisst du dann auch die Heimat? Wie holst du die dann quasi ins Ausland? Wie holst du die wieder her? Ja. Also klar, Berlin, ich bin gerade auch total happy hier zu sein und ich gehe jetzt auch voll oft spazieren und denke mir, also verliebe mich gerade wieder neu in Berlin. So ist es gerade so wieder so, oh, schön zu Hause zu sein und Berlin hat so schöne Ecken. Und ja, wie hole ich es mir? Ich komme dann einfach zurück. Wenn ich merke, okay, ich vermisse jetzt die Heimat, ich vermisse Berlin, dann komme ich einfach zurück. Und ich habe auch gesagt, also mein Plan war ja eigentlich L.A., im Winter, im Sommer Deutschland. Also ich wollte halt mir wirklich so zwei Standbeine aufbauen, zwei Zuhause sozusagen. Was magst du an L.A. so sehr? An L.A. liebe ich dieses kreative Umfeld. Also es ist irgendwie, jeder ist da kreativ. Sei es jetzt, also es sind entweder Schauspieler, Models, Produzenten. Du triffst halt irgendwie immer jemanden, der kreativ ist und der ist Musiker, auch ganz viele. Und was ich an L.A. liebe, ist, also neben dem künstlerischen Vibe, auch, dass du da alles hast. Also du hast den Strand, ich war immer jeden Sonntag mit meinen Freunden hiken. Dann hast du natürlich auch voll das Luxus-City-Life. Und du lernst halt irgendwie ganz schnell Leute kennen, finde ich, auch auf Events. Okay, jetzt mit Corona gerade nicht so, aber naja. Aber ja, ich mag das und auch dieses ganze... gesunde Leben. So, ich habe da auch viel Sport gemacht, viel so Sportkurse und dann danach immer so ein Smoothie und so, ne, so richtig mit Pulli und so, richtig LA-Style, Cappy und so, ja. Also richtig auch dort leben ist für dich auch gut, weil man hört ja auch oft, LA ist gut, wenn man jetzt da Urlaub ist, aber wenn man da jetzt wirklich 6 Monate am Stück ist, dann ist ja schon sehr viel Oberflächlichkeit dort auch. Aber ist das so, dass du da quasi dich trotzdem findest und deine besonderen Menschen gefunden hast dort, sagst du? Mit der Oberflächlichkeit finde ich ganz lustig, also finde ich ganz den Kontrast zu Berlin wieder ganz cool, weil hier ist das überhaupt nicht oberflächlich. Deswegen genieße ich das voll. Also ich bin dann in L.A. und es ist so, ja. Aber ich habe da auch meinen Freundeskreis, also auch viele Deutsche. Ich bin in so einer richtigen deutschen Community, auch, also total lustig, aber auch mit Amis natürlich. Und ich generell im Leben umgebe ich mich mit Leuten, die mir gut tun, die ehrlich sind und die halt nicht so
Wert darauf legen. Und dann muss man halt wissen, wenn man bei Events ist oder wenn es halt, in meinem Job geht es halt auch darum, ums Aussehen auch, um Schauspiel und noch um andere Dinge, deswegen mag ich es auch so. Aber muss man halt wissen, es ist Teil des Business. Und da bin ich dann, okay, das eine ist Job, dann gehe ich mit dieser Oberflächlichkeit um, spiele dieses Spiel mit. Und wenn ich privat bin, bin ich halt anders. Und dann bin ich auch mit meinen Freunden ungeschminkt, ungestylt, einfach ganz easy. Jetzt hatten wir am Anfang auch darüber gesprochen, dass du quasi Coachings hattest als Model. Was sind das für Coachings und was passiert da? Ja, also eigentlich, wenn du anfängst als Model, dann gibt dir deine Agentur so ein Coaching. Also die laufen dann mit dir, wie es auf dem Catwalk ist, sagen, beweg mal mehr Hüfte oder mach mehr Hohlkreuz oder mehr gerade. Dann auch hast du Testshootings am Anfang. Das heißt, du wirst dann erstmal zum Fotografen geschickt. Und im ganz angenehmen Umfeld, weil es natürlich mit 16 auch total neu, okay, jetzt Kamera und so. Und dann wird dir da halt dann auch gezeigt, guck mal, wenn du dich eher so hinlegst, dann sieht es besser aus. Oder wenn du deine Hand, also da gibt es ja auch so verschiedene Handposen, so niemals die Hand so ganz nach vorne zeigen, dann sieht sie immer sehr, sehr dick und sehr groß aus. Dann lieber, also den Zeigefinger mal nach vorne, den und den Finger so und dann hältst du die Hand und machst es ganz elegant oder wenn du dir durchs Gesicht fährst, nicht so, sondern immer die Fingerspitzen nur ganz leicht berühren. Aber das lernst du auch im Laufe der Jahre oder des Jobs auch, was es da für Tricks gibt oder wie du deine Beine auch hinstellst, dass da eine schöne Körperform dann drin ist. Und kannst du uns so einen Walk mal zeigen? So einen Walk? Ja, also ja, wenn gerne. Wir jetzt hier quasi so einen kleinen Walk mal machen. Mach ich's. Gleich sofort. Habe jetzt halt keine hohen Schuhe an, ne? Guck mal, hier auch gleich die Kleidung dann da. Genau. So, also ich sag mal, da vorne ist das Publikum oder die Kamera und dann, genau, also wirklich so. Ja. Soll ich nochmal? Ich kann nochmal hinkommen. Ja, dann würde ich vielleicht aber sogar auch noch die Jacke oder so ausziehen, so ein bisschen damit spielen. Der Blick verändert, also Wahnsinn. Ja, halt voll fokussiert, ne? Ja, das ist, ich lege mir dann auch immer, weil das ist ja gerade Fashion Week, hast du ja da 1000 Fotografen, also 1000, ein paar, schon einige und dann sind Leute da drum. Und dann bist du natürlich nervös, ne? Und meistens trägst du dann auch so wirklich Haute-Couture-Kleidung, ist nicht so leicht da drin, genau, hohe Schuhe. Und das ist ganz wichtig, so einen Fokus zu haben. Also ich lege mir dann meistens so am Ende des Raumes so einen Punkt, wie jetzt, weiß ich, der Vorhang im Spiegel da hinten. Und dann bin ich halt darauf fokussiert. Und wenn ich aber vor der Kamera bin, dann spiele ich auch mit der Kamera. Das ist immer so eins, linke Hüfte, nee, warte, linke Hüfte, rechte Hüfte, Drehung um. Genau, also dann wirklich ganz kurz so links, rechts, Schulterblick zurück. Muss ja auch total fokussiert und in dir sein, wenn du dann so einen Walk machst. Also viele bedenken ja gar nicht, an was man alles denken muss. Ne? Man hat ja auch vorher, also man übt es ja vorher auch, gerade bei der Fashion Week. Es kommt ja auch immer darauf an, machst du jetzt Bikini, ist das eher so Versace oder so ein bisschen ernster oder ist es dann so ein bisschen mehr so flippiger, dann bist du halt mehr so Bewegung, dann kommt es auch auf den Takt von der Musik natürlich an, dass du dich darauf auch bewegst. Und da muss man halt schauen, was wollen die Designer auch, was geben die vor, mehr Hüfte, weniger Hüfte und ja, ist schon Arbeit, ist nicht so leicht, wie man immer denkt, ja. Jetzt musst du uns aber auch noch verraten, wie du dich denn quasi fit hältst. Mhm. Also ja, grundsätzlich, also ich mache viel Sport, aber klar auch, um mich fit zu halten, aber zum Stressabbau und grundsätzlich verbiete ich mir nichts beim Essen. Also wenn ich Lust habe auf Schokolade, esse ich Schokolade. Wenn ich jetzt eine Pizza essen möchte, esse ich eine Pizza. Obwohl dann mein Trainer immer so ein bisschen ist, sagt immer, hör auf mit den Kohlenhydraten, dann bist du immer nicht fit, wenn wir trainieren und übergibst dich gleich. Nein, mache ich nicht. Aber ja, ernährungstechnisch, da bin ich schon eine Naschkatze und habe aber auch das im Laufe der Jahre gelernt, dass ich halt mich auch fit halten kann, wenn ich mir jetzt nicht die ganze Zeit was verbiete. Vor allem nicht hungern, das machen ja viele Models, weil dann hast du keine Energie für den Tag und du kannst auch schlank sein, indem du halt einfach dich bewegst, Sportarten machst, die dir gut tun und halt ja, versuchst,
ja, sich gesund zu ernähren. Aber ich sage auch immer, das hängt auch viel mit dem Inneren zusammen. Ja. Also wenn du dir natürlich die ganze Zeit was verbietest und sagst, ich darf das nicht essen, ich darf nur so und so wenig essen, dann bist du auch gestresst und das sieht man dir dann auch vom Äußeren an. Und wo nimmst du denn dann auch die Energie her, um Sport zu machen? Du brauchst ja Nahrung, um halt Energie zu haben für den Sport. Gibt es denn so ein Essen, wo du immer so, auch an einem Cheat Day, wo du ein bisschen dir denkst, oh nee, jetzt habe ich auch ein schlechtes Gewissen? Dadurch, dass ich mir nichts verbiete, eigentlich nicht. Was ich nur habe, weil ich vertrage nicht so gut Milchprodukte, wenn ich dann natürlich ganz viel Schokolade esse, dann habe ich halt Bauchschmerzen und dann denke ich mir so, boah, was ist das jetzt wert? Aber irgendwie, ich liebe so Schokolade und auch so Sahne und so, so einen richtig schönen Frappuccino mit fetter Sahne obendrauf. Finde ich schon geil, ne? Aber dann habe ich meistens Bauchschmerzen. Das ist eher das Problem. Ich denke mir halt auch, ich mache halt auch wirklich viel Sport. Also ich mache ja Boxen, Bootcamp. Martial Arts habe ich gelesen. Ja, das ist aber zum Stressabbau mehr. Aber ich wollte gerade sagen, das ist so wahrscheinlich, weil man ist ja in deinem Beruf auch viel unterwegs und hat halt viel in sich drin, was dann auch raus muss. Ne? Ja, ja, voll. Ich stelle mir dann auch den Boxsack als die Person oder den Moment vor, der mich so genervt hat und einfach so bam, bam, bam. Aber es ist auch echt ein gutes Workout für den ganzen Körper, muss ich sagen, weil du spannst ja den Bauch an, die Arme und du machst ja vorher auch so ein bisschen Aufwärmung. Genau das mache ich und hilft auch wieder mit einem Schauspiel, weil ich habe jetzt in meiner letzten Rolle auch eine Agentin gespielt. Was hast du denn so für Ziele jetzt dir gesetzt oder Projekte, von denen wir hier schon so ein bisschen sprechen können? Ja, also ich habe ein musikalisches Projekt, was jetzt, was wir gerade am Vorbereiten sind oder wo wir gerade voll drin stecken. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal so real wird. Das war so eine Idee in meinem Kopf, aber es wird jetzt immer realer. Also das kann ich schon mal so anteasern. Und also es wird auf jeden Fall groß und cool. Und dann habe ich jetzt Schauspiel, habe ich natürlich, ich habe jetzt auch in Deutschland eine Agentur, habe da jetzt auch ein paar Castings und hoffe natürlich, dass das gut wird. Jetzt am Mittwoch geht es nach Prag für ein Casting. Mhm. Ich habe ja auch in dort eine Agentur, da habe ich auch die Serie gedreht. Modetechnisch habe ich jetzt in Paris nächste Woche ein Shooting. Das ist ja. Ja. Ein voller Terminkalender. Ja, auf jeden Fall. Aber ich liebe es. Ich mag es auf jeden Fall und hält mich busy. Und ich liebe ja das, was ich tue als Schauspielerin und Model und jetzt mein neues Projekt. Also da kommt auf jeden Fall einiges noch. Jetzt hatte ich auf Instagram vor einigen Wochen entdeckt, dass du quasi dich jetzt auch für das Thema Vergewaltigung eingesetzt hast, ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Magst du uns darüber mehr erzählen? Mhm. Ja, also ich habe das jetzt öffentlich gemacht, weil ich wurde mit 17 vergewaltigt, um anderen Frauen Mut zu machen, um Frauen zu zeigen, ihr seid nicht allein, weil in Deutschland hat jede vierte Frau einen Übergriff sexueller Gewalt erlebt und es ist auf jeden Fall ein Thema, was auch total wichtig ist. Und ich möchte da ja, eine Art Vorbild sein, den Frauen Mut machen, dass sie sich Hilfe holen, dass, wenn sie können, zur Polizei gehen und so ein bisschen den Leidensweg zu verkürzen, weil ich habe halt sehr lange gewartet, ehe ich mir eine Therapie genommen habe. Ich habe den Täter nicht angezeigt und das sind natürlich Narben, Wunden, die dann sehr tief sitzen. Und aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ich habe gelernt, auch dass es nicht meine Schuld ist. Ich habe mir sehr lange selbst die Schuld gegeben. Und ich nehme das sogar jetzt eher als Antrieb, noch glücklicher zu sein, noch mehr meine Ziele zu verfolgen, weil man kann das Vergangene nicht rückgängig machen. Es ist passiert, aber das wird nicht meine Zukunft beeinträchtigen. Und mit dem Weg, den ich gehe, möchte ich halt den Frauen Mut machen und hoffe, dass sie dann genau denselben Weg einschlagen, sich eine Therapie holen und dann freudig auf ihre Zukunft zu gehen und vor allem sich nicht die Schuld geben. Und wie kam dieser Entschluss jetzt, dass du, also wie hast du den Mut zusammengenommen und das gemacht jetzt? Es ist ja schon sehr lange Zeit her. Ich hätte es vor
noch ein paar Jahren hätte ich es nicht gekonnt. Den Mut oder der Entschluss, warum ich es gemacht habe, das war, weil jetzt zum Beispiel in der Schweiz hat ein Model, die ich auch also über mehrere Ecken kenne, hat ihre Vergewaltigung öffentlich gemacht. Und dann zum Beispiel Natascha Ochsenknecht setzt sich ja gerade sehr viel für das, was geschieht gegen Kindesmissbrauch, dass es andere Gesetze gibt, ein. Und es war halt gerade in Deutschland oder in Europa kam es jetzt gerade mehr in die Medien. Und dann dachte ich so, wow, ich finde das so gut, dass da jetzt auch mehr darüber gesprochen wird und hoffen sich auch was tut, auch an den Gesetzen. Und dann dachte ich mir, wenn die Frauen so stark sind, das macht mir jetzt auch Mut, das auch öffentlich zu machen und dann noch mehr Frauen Mut zu machen. Und dass das wirklich wie so ein Domino wird, dass ganz viele Frauen darüber sprechen und dass ja, wir uns nicht selbst die Schuld mehr geben, dass wir uns Hilfe suchen und dass sich hoffentlich auch was an den Gesetzen ändert in Deutschland auch. Ja. Und hast du in der Zeit bei jemandem deines Vertrauens auch irgendwie Zufluchtsfeuer gesucht? Also hast du mit jemandem überhaupt darüber gesprochen oder hast du das sehr quasi tief in dir selbst, mit dir selber ausgetragen? Also viele Jahre lang wussten es wirklich ganz wenige Menschen, nur meine Mama. Ich habe es halt verdrängt. Viele Jahre verdrängt, 3 Jahre lang, aber es ist nicht weg, wenn man es verdrängt. Im Gegenteil, dann kann man jederzeit getriggert werden. Und bei mir war es dann halt die Dokumentation im Fernsehen, die dann bei mir eine Panikattacke ausgelöst hat. Und mir ist dann halt bewusst geworden, ich möchte auch einfach nicht so leben, dass jederzeit irgendwie dieser Trigger kommen kann und ich dann irgendwie in diese Panikattacke gerate. Und da habe ich mir dann Hilfe geholt und habe dann aber erstmal die Therapie gemacht und habe trotzdem nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Ich musste das erstmal verarbeiten. Also ich konnte das nicht da mit so vielen Leuten. Ist ja auch sehr sensibel. Und dass ich da jetzt drüber spreche, auch mehr, seitdem ich es eigentlich öffentlich gemacht habe. Aber es ist irgendwie für mich auch so eine Erleichterung, da so jetzt normal drüber sprechen zu können, dass es auch nicht so als Tabuthema zu sehen. Ja. Also es tut mir auch gut, muss ich sagen. Und was würdest du quasi den Opfern einer sexuellen Vergewaltigung raten? Also was ist so quasi der erste Schritt, damit man sich traut? Ich glaube, natürlich kommt es immer darauf an, wie die Person sich fühlt. Es wäre schon wichtig, wenn sie zur Polizei gehen könnten. Weil ich habe mir viele Jahre lang dann Gedanken und Vorwürfe gemacht, okay, du bist nicht zur Polizei, was ist, wenn er es nochmal tut? Aber ich verstehe es auch, wenn man es nicht kann. Es ist sehr demütigend, was da passiert. Man fühlt sich sehr eklig und schämt sich. Und ich verstehe es, wenn man es nicht kann. Aber was ich wirklich jeder Frau raten würde, ist, sich so schnell wie möglich Hilfe zu holen. Eine Therapie, dass man jemanden hat, jemanden Neutralen, mit dem man darüber sprechen kann. Weil nur so wird man lernen, damit umzugehen und wieder positiv ins Leben blicken zu können. Also Therapie ist total wichtig, umso früher, umso besser. Jetzt ist ja die MeToo-Debatte ja auch ja. vor ja. Corona noch stärker thematisiert worden. Wie hat das dich berührt, die ganze Thematik? Ich fand es sehr gut. Ich war sehr stolz auf die Frauen, die da in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und natürlich, als ich jetzt in L.A. war, man merkt auch, das hat auch einiges verändert. Also die Leute, ja, total. Also wirklich, die Männer sind viel, viel zurückhaltender, würde ich sagen, auf eine positive Art und Weise. Man hört sich jetzt nicht mehr so Sprüche und so an. Also ich finde es super. Deswegen war das für mich gerade auch so, okay, richtiger Zeitpunkt, Me Too. Jetzt kann ich auch nach Amerika gehen und gerade Schauspielbusiness, Modelbusiness und da. Ich habe mich da einfach sicherer gefühlt und ich fand es stark. Und ich muss auch sagen, die Me Too-Debatte hat mich dann auch noch mal ein bisschen auch motiviert, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil in Deutschland wurde noch nicht so viel darüber gesprochen, ja. finde ich. Oder es war dann immer sehr kurzlebig. Man spricht kurz darüber und dann ist es wieder weg. Und das habe ich mir zum Beispiel auch vorgenommen. Wenn ich jetzt darüber spreche, möchte ich wirklich eine Art Botschafterin sein und ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen. Kleine Kaffeepause. Oh ja, schön. Johannes, bist du es eigentlich da? Sorry, ich hatte da ein sehr lustiges Erlebnis.
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen Stunt-Richtung und so werde ich ja auch gebucht. Also so die sportlichen Sachen, auch so Schauspiel. Und naja, ich sollte da so ein bisschen Parcours springen und dann hatte ich so ein Sockenwollknäuel. Das sollte eine Mango darstellen. Ich sollte das dann nachher so zu den Herren da werfen. Ne? Und jedenfalls, ich springe da. Ich war so aufgeregt. Ich spring da so rum und da ist da ein so ein Parcours. Es war irgendwie, da lag halt so eine Kiste rum und ich bin erstens voll rüber gestolpert. Dann stehe ich an dem Tresen und vergesse die Socke zu werfen, stehe da nur so und der Caster so. Und ich so, this you have to throw. Und ich so, oh shit. Okay, und nochmal und dann ich so, ja, es ging total in die Hose. Aber ich bin da rausgegangen mit einer Erfahrung. Ich hatte trotzdem Spaß, habe jetzt nicht den Job bekommen, oh Wunder. Aber es war auf jeden Fall lustig. Ich glaube, der Caster war ein bisschen genervt am Ende. Aber ja, sowas, so kleine Pannen und so erlebe ich halt auch mal. Und ich finde, das sind dann so auch die lustigen Geschichten dann wieder. Also ich habe auf jeden Fall Spaß, auch wenn es mal in die Hose geht, so ein Casting. Und hattest du sowas auch auf dem Walk mal, dass du geknickt bist? Mhm. Oder? Ja. Ja. Also ich, das war hier, genau, auch zur Fashion Week im Felix, im damaligen Felix, als es es noch gab, unterm Adlon. Und genau, da gab es ja so tolle Stufen, ne? Ja, stimmt. Ja, stell dir das vor mit hohen Schuhen und du bist aufgeregt. Oh. Und engen Klamotten. So, ich laufe da runter und auch alles Fotografen. Was war das für eine Show? Das war auch zur Fashion Week. Die machen ja manchmal so separat Shows. Okay. Auch wie Anja Gockel macht ja auch immer im Adlon ihre Shows. War aber nicht für Anja, es war Timo Martens bin ich gelaufen. Das ist auch so ein Berliner Designer. Genau, und dann bin ich da runtergelaufen, ist auch schon ein paar Jahre her, bin ich da runtergelaufen. Ja, und dann war da so die Stufe und ich habe dann diese Stufe so ein bisschen verfehlt und dann war so, aber ich bin nicht hingefallen, aber ich war kurz davor hinzufallen. Ich war wirklich so, und man hat es halt im Publikum alle so, das ganze Publikum hat einfach und alle so, oh, so weißt du, als ich nicht hingefallen bin. Aber ich fand es irgendwie ganz lustig auch. Also ich habe da nicht gelacht, aber im Nachhinein habe ich drüber gelacht. Aber ich dachte mir auch so, auch wenn ich mal hinfalle, ich würde einfach lachen und dann wieder aufstehen und weiterlaufen. Ich glaube, das ist menschlich, dass man auch mal stolpert, mal hinfällt, sich mal verspricht, sei es jetzt im Schauspiel. Das ist total normal. Und hast du ein, zwei Lieblingsdesigner? Also was ziehst du gerne an? Also die Jacke hier zum Beispiel, ich hatte auch mal meine eigene Brand, die habe ich selber gemacht. Also ich ziehe sehr gerne auch meine eigenen Klamotten an. Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber... Nee, überhaupt nicht. Du gestaltest sie dir ja so, wie du sie gerne haben willst. Ja, das deswegen, auch die liebe ich auch voll. Also das habe ich... Ich habe auch damals Shakira getroffen und die fand die Jacke auch mega geil. Ich habe auch erst überlegt, schenke ich ihr sie? Aber dann dachte ich mir, ach, so ein Unikat und irgendwie liebe ich die, so mein Baby. Wenn ich irgendwann mal nochmal das in Angriff nehmen sollte. Das meine ich halt mit kreativer Mensch. Ich probiere mich halt gern aus, ne? Also genau. Und sonst von Designern. Es kommt halt immer drauf an, wie es gerade für mich so passt, so vom Stil her. Ich liebe es ja auch so bei Events oder so ein bisschen so Hollywood-Glam dahin zu bringen. Also ich finde zum Beispiel jetzt in Berlin Anja Gockel ganz toll, Lana Müller, in München Irene Luft. Das sind so meine Favorite-Designs. Es sind halt auch Powerfrauen, weißt du? Ich mag halt so Powerfrauen. Ich verstehe mich menschlich auch mit denen super. Jasmin Erbasch auch, die hat ja ganz viel diese Glitzerkleider. Frau Koludewig trägt, der hat... Also für den GQ Award hat mir Jasmin ein Kleid genäht und das hat dann Frau Koludewig später beim Event getragen. Ich habe mich voll gefreut. Ich so, oh mein Gott. Ja, das mag ich halt so. Ich glaube, in Lana Müller habe ich dich auch getroffen. Ich vor zwei Saisons auf der. Ja. Da bist du auch, glaube ich, für Lana Müller gelaufen. Genau, ich bin für Lana Müller auch gelaufen zur Fashion Week. Also Lana mag ich auch total. Auch sie als Person. Wir sind ja auch befreundet und ich liebe ihre Kleider. Jetzt, ist das jetzt dein Label da gewesen oder ist das quasi eine Zusammenarbeit gewesen mit einem Designer? Nee, es war meins. Das habe ich mir so ausgesucht, wie ich es wollte und so auch hier mit ein bisschen mit Paris und so, ne? Und dann die Nieten. Hinten ist so ein bisschen Fuck the Police, ein bisschen das Rebellische und Nee, natürlich mit, ich habe da natürlich mit den Shops und so zusammengearbeitet, aber sonst das waren das so meine Ideen und worauf ich halt Lust hatte. Auch hier Nevada, so ein bisschen Amerika-Flair mit reingebracht. Also, ja.
Und hattest du da noch weitere, also du hast jetzt die Jacke, hast du da noch weitere Klamotten gemacht oder was? Oder? Kleider hatte ich noch, so Sommermode, aber ich hätte mich dann, glaube ich, mehr so auf Jacken spezialisiert, so ein bisschen was Unikates. Aber mal schauen, vielleicht kommt das ja noch. Kannst du uns mal den Hintergrund zeigen? Ja, gerne. Zeig das mal kurz. Ganz viele Badges hier. Sind die Pommes da? So, jetzt mal Model-Klischees hier aufheben. Ich esse ganz normal. Ich esse Pommes und Schokolade. Ja, wir haben Pommes bestellt. Kommt auch mein Manager, ist jetzt auch Kellner. Danke, Michi. Ne, Image-Training. Leben ist zu kurz, um nicht zu sündigen, Leute. Gönnt euch. Kommen wir jetzt noch mal zum nächsten Themenschwerpunkt, Beauty. Wie ist es für dich? Bist du jetzt so eher der Typ, ich gehe auch mal zum Bäcker mit einem Hoodie? Oder bist du eher so, dass du, nee, also ich muss schon meine Wimperntusche aufhaben, wenn ich rausgehe? Nee, also ich bin auf jeden Fall zum Sport ungeschminkt kurz aus dem Bett aufgestanden und zum Bäcker dann auch oder zum Drogeriemarkt mit Hoodie ganz entspannt. Und auch privat laufe ich eher ohne Make-up rum. Also ich schaue schon, dass ich meine Haut pflege, arbeite ja viel mit oder nutze viel Pin-Up Secret und Reviderm. Also ich mag so Naturprodukte auch. Ja. Genau, deutsches Produkt und französisches Produkt finde ich ganz gut. Also ich pflege auf jeden Fall morgens und abends meine Haut. Und aber auch gerade wegen der Pflege trage ich eigentlich nicht so viel Make-up. Also privat auf jeden Fall nicht. Da lege ich jetzt nicht so Wert drauf. Ich muss jetzt nicht Wimperntusche und so drauf haben. Ich habe ja in meinem Beruf, im Modeln bin ich auch immer oder auch im Schauspiel geschminkt. Und dann gönne ich meiner Haut auch so eine Pause auf jeden Fall. Die Castings sind ja sowieso auch, also da ist man natural. Ja meistens natural, ne? Und geschminkt. Und bist du auch der Meinung, dass, also wenn das dir mal schlecht geht, überschminkst, kannst du das überschminken oder denkst du, nee, das muss von innen irgendwie kommen? Also ich sage immer so, also es klingt jetzt so, so ja, der Spruch, ne, Schönheit kommt von innen, ist aber wirklich so. Also die Schönheit, das ist wirklich das, wie man sich fühlt, das strahlt man auch aus. Wenn man sich innerlich nicht wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus, dann lässt man die Schultern hängen, dann wirkt man eingefallen. Aber wenn man sich innerlich selbst liebt und mit sich selbst zufrieden ist, dann strahlt man das auch aus. Und dann ist es auch egal, ob man Augenringe, ob man kleine, große Brüste hat. Es ist so, wie toll man sich selber findet, wie sehr man sich selbst liebt, wie sehr man sich selbst sexy findet. Mhm. Das strahlt man dann auch aus. Und da gibt es eine schöne Übung, das hat mir mein Yogi auch gezeigt. Ich mache jetzt jeden Morgen die Übung, schaue ich in den Spiegel und sage mir, ich liebe dich, also zu mir selber, so lange, bis ich selber auch glaube. Ist am Anfang ein bisschen komisch irgendwie, aber jetzt finde ich das ganz cool und freue mich da immer drauf. Und dann so diese Selbstliebe ist ganz wichtig, dass man auch Dinge tut, die einen gut tun. So ist für sein inneres Wohl. Und dann kommt die Schönheit ganz natürlich mit, ja. Das ist doch ein wunderbarer Schluss, würde ich sagen. Wir genießen unsere Pommes jetzt hier und sagen Tschüss. Tschüss.